bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Es finden tausend junge Herzen heut keine Ruhe. Es haben tausend Menschen Sehnsucht genau wie du. Es kommt nicht auf die Schönheit an. Es finden tausend junge Herzen heut keine Ruhe. Es haben tausend Menschen Sehnsucht genau wie du. Ja, hallo, ich bin die Marissa aus der wunderschönen Südsteiermark und ich wünsche mir einen aufrichtigen, liebenswerten Lebenspartner. Also als kleines Kind wollte ich Schlagersängerin werden und jetzt aber im Erwachsenenalter bin ich Hobby-Schlagersängerin und das passt für mich gut. Weil ich ein Familienmensch bin, könnte ich nicht auf der Bühne der Welt unterwegs sein. Welches Lied hat Sie als kleines Mädchen schon total beeindruckt? Schau mich bitte nicht so an von der Mireille Mathieu. Das habe ich recht schnell einmal nachgesungen und da habe ich mich so heimlich im Zimmer versteckt, die Vorhänge zugemacht, Mikrofon genommen und gesungen. Können Sie es noch? Ja. Schau mich bitte nicht so an, du weißt es ja, ich kann dir dann nicht widerstehen. Schau mir nicht so auf den Mund, du kennst genau den Grund, so kann's nicht weitergehen. Und so fort und so weiter. Bravo. Und wann können Sie nicht widerstehen bei einem Mann? Ja, der, glaube ich, muss erst kommen. Wie müsste er denn sein? Ja, mal auf jeden Fall ein Herzensmensch, ein aufrichtiger Herzensmensch. Er sollte mit beiden Beinen fest dastehen. Wichtig ist es, ernste Gespräche zu führen und spirituell ankaucht. Das wäre auch schön, wenn er wäre. Einen platonischen Freund oder soll es mehr? Nein, unbedingt. Natürlich schon eine richtige Beziehung. Mit allem drum und dran. Na schon. Das gehört jetzt zu einer guten Beziehung dazu. Also nicht, weil es gehört. Um Gottes Willen, ist ja kein Pflichttermin. Kein ganz dünner gefällt mir nicht und ein starker gefällt mir auch nicht. Oder eine Glatze gefällt mir auch nicht so gut. Ein Bart ist ganz schön, finde ich sexy. Und wegen der Glatze, natürlich, wenn so alles passt, das Herz passt, der Mensch passt, dann kann man die Glatze auch akzeptieren. Also ich will nicht von vornherein sagen, nein, das nicht oder das nicht. Er kann sich ja ein Kapperl aufsetzen. Ja, das finde ich schön. Oder was er schön findet, so lange Haare ein bisschen. Welche Beziehungen haben Sie hinter sich? Nur eine. Eine jahrelange, ja. Und ich habe einige Jahre gebraucht, bis ich mich emotional von dieser Beziehung, von diesen Menschen lösen konnte. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn es wieder eine neue Liebe, eine aufrichtige Herzensliebe in meinem Leben geben würde. Wie würden Sie einsame Momente beschreiben? Einsame Momente? Ja, die sind wirklich sehr einsam. Da fühle ich mich dann einsam. Wenn man niemanden zum Reden hat oder zum Kuscheln hat, wenn man nicht teilen kann, das, was man alles erlebt hat,
Das ist der schwierigste Teil der Einsamkeit, wenn ich mit mir alles allein ausmachen muss. Oder auch, wenn ich Liebeslieder singe, habe ich schon Sehnsucht nach einer Beziehung. Lass dein Herz schnell schlagen, tief in mir brennt ein Vulkan. Wie ein Wirbelwind der Liebe, so schaust du mich manchmal an. Lass dein Herz schnell schlagen, leg die Leidenschaft nicht auf Eis. Ich sehe deine Augen glänzen, das ist für mich das Schönste. Marissa, ich sehe im Hintergrund viele Federn und Klangschalen. Warum? Ja, weil ich schamanisch arbeite. Und das sind für mich einfach Werkzeuge, die Trommel, die rasseln oder so. Wenn wir um Hilfe bitten oder wenn wir irgendein Dankesritual sagen. Das ist so, wie wenn man an Engel glaubt. Und das ist für mich einfach die gleiche Kraft. Wie wäre es, wenn der neue Mann nicht an spirituelle Dinge glaubt? Ich denke mir, wenn er auch spirituell feinfühlig unterwegs ist, ist es einfach leichter, sich zu verständigen, weil man dann weiß, wovon der andere spricht. Sind Sie katholisch aufgewachsen? Schon, ja. Sehr, ja. Aber das war alles freiwillig. Also bei uns hat es keinen Zwang gegeben. Also das war alles wunderschön. Aber die Eltern und die Großeltern waren sehr, sehr, sehr gläubig. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Würden Sie sagen, dass Sie noch katholisch sind? Ja, ich bin zwar noch beim Verein dabei. Von dem her. Ja, aber für mich ist das mittlerweile alles eine Energie. Wichtig ist der Glaube an sich selbst. Und wenn man an sich selbst glaubt, ist ja schon das Göttliche. Das Göttliche ist ja in uns. Mir wurde von einem Wahrsager vorausgesagt, in der Baumblatt-Bibliothek in Indien, dass ich mit 57 einen Mann kennenlerne, wo das große Glück wartet auf uns. Aha, das heißt, es ist jetzt soweit. Schauen wir mal, was passiert. Schönen Abend, ich bin der Manfred aus Villachland und suche eine liebe, nette, schöne Frau. Was ist auf Ihrer Kette drauf? Da ist der LKW drauf und der Schutzengel, weil ich LKW-Fahrer bin. Ja? Und das seit 36 Jahren. Ich war zweimal verheiratet mit der ersten Frau, 18 Jahre, und sie ist die Mutter meiner drei Kinder. Dadurch, dass ich Workaholic war, nie eine Zeit für Frau, Familie. Deswegen ist das eigentlich alles in Brüche gegangen. Inwiefern haben Sie das Leben Ihrer Kinder mitbekommen? Also viel mitgekriegt habe ich von meinen Kindern ja nicht, weil ich ja relativ früh in die Arbeit gegangen bin. Das heißt, ich bin um 2, 3 in der Früh weggefahren und irgendwann 10, 11 in der Nacht einmal heimgekommen. Und da haben die Kinder immer geschlafen. Also habe ich da relativ wenig mitgekriegt. Das, was ich heute sage, ja, es ist einfach nicht schön. Du kannst ja nur heimkommen und dich freuen, wenn da die Frau was erzählt. Der hat seine ersten Schritte gemacht, weil er angefangen ist mit dem Radlfahren oder sonst was. Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihren Kindern heute? Gut, wir sind mal ständig in Kontakt. Wir fragen mal, wie geht's euch? Oder sie fragen mich und fragen sie, wie geht's dir, Papa? Und so. Nein, das ist also, wir sind mal schon ein gutes Verhältnis. Natürlich, sie sind jetzt schon alle erwachsen und selbstständig. Das ist ganz klar. Dann war ich noch mal verheiratet. Und da ist auch wieder alles in die Brüche gegangen, weil ich einfach immer nur gearbeitet habe und gearbeitet habe und die Arbeit immer im Vordergrund gestanden ist. Wie leid tut Ihnen das rückblickend? Ja, man weiß, dass man die Fehler gemacht hat und ja, zurück dran kann man es nicht mehr. Es ist halt so, aber sowas bei ich und sie auch nicht mehr machen.
Heute weiß ich, dass es anders auch geht. Und seit einem Jahr bin ich bei einer Firma, wo ich nur in Kärnten unterwegs bin und tägliche Heimkehr immer zu Hause. Wochenende zu Hause, Abend zu Hause. Und das ist schön. Welchen Star haben Sie in Ihrem Leben ganz besonders toll gefunden? Das war der Sylvester Stallone. Sylvester Stallone hat super Filme gehabt, unter anderem mit Rambo und so und Rocky. Er ist schon ein super Bursch-Schauspieler. Wären Sie auch gern so ein Muskelprotz gewesen? Ja, hätte müssen mehr trainieren. Dann war es gegangen. Aber meine kleinen Muckis reichen auch für etwas, das weißt du schon. Eine Frau kann ich damit immer tragen. Was ist so richtig blöd am Älterwerden? Eigentlich ist gar nichts blöd am Älterwerden, außer weiß nicht, dass man graue Haare kriegt. Ja. Und ja. Aber sonst eigentlich nicht. Ich liebe mein Leben und das passt schon so. Sie haben ja gar keine grauen Haare. Nein, nicht, weil ich sie färben tue. Ja, man muss da immer ein bisschen nachhelfen. Na, passt das schon. Ich will ja noch nicht ausschauen, als wie 80 oder so. Was sagen Sie Menschen, die sagen, ein Mann kann sich doch nicht die Haare färben? Ja, warum nicht? Alles kann man heutzutage Ja, in meiner Freizeit, ich tue auch gern FKK, weil das ist einfach traumhaft, wenn man vom Wasser aussteigt und es ist, biegt keine Badehosen oben oder sonst irgendetwas. Das kann was. Man ist so, wie man ist, so wie man auf die Welt gekommen ist. Es muss keiner schön sein oder sonst irgendwas. Jeder soll einfach gehen und fertig. Der eine hat 100 Kilo, nachher geht er halt mit seinen 100 Kilo. Ich gehe mit meinen 70 Kilo. Warum flirten Sie nicht am FKK-Badeplatz? Weil meistens sind wir der Partner mit, dann habe ich ein Problem damit. Dann haben Sie keine Badehose an, aber ein blaues Auge. Ja, genau, ja. Einen blauen Hintern. Traumfrau. Die soll einfach ehrlich sein, ein bisschen sportlich, gemeinsame Aktivitäten mit mir machen, ja, zu einem stehen, soll gepflegt sein, schöne Zähne haben. Sie soll nicht größer sein wie ich, also so um die 70 rum. Ja, vom Alter her, sagen wir 5 plus, 5 minus Maximum. Wenn es da zwischen 60 und 70 Kilo ein bisschen umtendiert oder ganz normal halt und ein bisschen sportlich. Also Hungerhaken, nein, das braucht man auch nicht. Soll ein bisschen was soll man schon zu angreifen haben. Ja, man kann ein bisschen kindisch sein. So, ja, ein gesundes Umablödeln, ja. Dass man nicht so sitzt, der eine sitzt so oder der andere sitzt so. Dass man was zu lachen hat, das ist ja Fröhlichkeit. Wenn es geht, nicht so geschminkt ist. Ich habe lieber gerne Natur. Manfred, ich sehe da einen Herzrahmen, aber da fehlt das Foto. Ja, das haben wir auch getan. Ach so, da waren sie mit der Ex drin. Ja, genau. Jetzt soll schleunigst ein neues Foto rein. Ja, genau. Soll ja wieder belebt werden. I said, upside down your turn.
me. Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Gabi, ich komme aus dem Weinviertel und ich suche einen neuen, tollen, sexy Mann. Welche Männer sollen Ihnen schreiben? Groß, gepflegt, vielleicht ein bisschen sportlich. Es stört mich nicht, wenn er ein leichtes Bäuchlein hat. Keine Körperrasur. Ich mag keine Alkoholiker. Ich mag keine Männer, die Drogen nehmen. Und ich mag Männer, die ein bisschen Sinn haben für Ordnungsliebe. So, dass nicht im Badezimmer alles voller Zahnpasta angespritzt ist oder dass das Gewand durch alle Räumlichkeiten verstreut ist. Ich bin selber 1,71 groß und stehe auf große Männer, so 1,80. Weil dann kann ich meine High Heels wieder tragen und vielleicht auch endlich ein Mann, wo ich mich anlehnen kann und nicht immer nur ich die Starke bin. Und es ist für mich auch ganz wichtig, so zwischendurch einmal zu sagen, ich liebe dich. Erotik ist wichtig. Gehört zu einer ganz normalen Partnerschaft dazu. Das ist das Prickeln, wie sagt man, das Salz in der Suppe. Also bei der ersten Ehe war ich noch sehr jung, da war ich 20, habe in dieser Ehe meinen Sohn bekommen, war aber da schon überzeugt, dass die Ehe sicher nicht halten wird und das hat sie auch nicht. Also wir waren sehr kurz verheiratet, 2 Jahre. Meine zweite Ehe war eine tolle Ehe. Ich habe den Mann wahnsinnig geliebt, mit dem eine Tochter bekommen, da war ich 7 Jahre verheiratet. Und dann hat er einfach Dinge beruflicher Art gemacht, die er selbstständig getroffen hat, ohne Rücksicht auf die Familie. Und letztendlich ist es auch deswegen auseinandergegangen. Und dann war meine dritte Ehe, die nicht wirklich von Erfolg gekrönt war. Also in der dritten Ehe war es dann so, dass ich diesen Mann kennengelernt habe und fasziniert von ihm war, weil er offenherzig war und freundlich war und zuvorkommend und auch eine erotische Ausstrahlung hatte. Und dann haben wir geheiratet und dann hatte ich den Ring am Finger und dann war alles plötzlich ganz anders. Es ist für mich unvorstellbar, dass ein Mann nach einer Hochzeit sich so komplett um 180 Grad drehen kann. Und das war bei ihm der Fall. Und das war für mich ein harter Fall in die Realität zurück. Warum das so war, das kann ich Ihnen leider nicht sagen, das weiß ich nicht. Was hätten Sie vielleicht anders machen sollen in diesen 3 Ehen? Ich kann manchmal meine Klappe nicht halten und manchmal, also in jüngeren Jahren, war das dann so, dass ich noch eins draufgesetzt habe und das letzte Wort haben musste und ein bisschen so sticheln konnte. Das hat sich mittlerweile gelegt. Aber das war schon sicher auch ein Grund, warum es teilweise auch dann eskaliert hat. Aber man wird im Alter ja ruhiger. Instinctively you give to me the love that I need. I cherish the moment with you. Respectfully I say to thee, I'm aware that you're cheating. But no one makes me feel like you do. Turn me inside and round, round, upside down. Boy, you turn me inside out and round and round, upside down. Boy, you turn me inside out and round and round. Also ich bin schon sehr wohlbehütet aufgewachsen, aber
sehr streng, zumindest von der Seite meines Vaters, der extrem streng war, sehr dominant war, cholerisch und eine extrem liebevolle und fürsorgliche Mama gehabt. Also die hat das absolut ausgeglichen. Gott sei Dank war mein Vater so viel in Österreich unterwegs, dienstlich unterwegs, dass er teilweise nur an den Wochenenden nach Hause gekommen ist. Also für uns war von Montag bis Freitag Highlight und Samstag und Sonntag nicht unbedingt. Also er war extrem streng und er hat sich auch nicht schwer getan, zwischendurch einmal wirklich einmal ordentlich zuzuschlagen. Und bevor man fragt, gibt man lieber jemanden eine und fragt erst nachher, was war denn jetzt eigentlich in Wirklichkeit. Das hat mich schon sehr geprägt. Er als dominante Vaterfigur war so beherrschend, dass es mir gefehlt hat, diese väterliche Wärme, die ich zwar von der Mama erhalten habe, aber leider nicht von ihm. Und das habe ich eigentlich bis heute gesucht. Ja, es wird Zeit, endlich anzukommen. Würden Sie noch ein viertes Mal heiraten? Ich habe immer gesagt, alle guten Dinge sind drei beim dritten Mal. Ich möchte es nicht ausschließen, sagen wir mal so. Hallo, ich bin der Manuel aus Wien und ich hoffe, eine Partnerin zu finden, die gewillt ist, mit mir gemeinsam ins Leben zu gehen. Was machen Sie beruflich? Ich bin Kundenbetreuer bei einer Yachtversicherung und versichere die Luxusgüter, sprich die Yachten meiner Kunden, von der russischen Grenze bis runter zur spanischen Grenze. Was kann da alles passieren? Also letztes Jahr hatten wir zum Beispiel das Ereignis, oder ich hatte das Ereignis bei einem meiner Kunden, der ist durch eine etwas zu niedrige Brücke gefahren. Und somit ist der Mast gebrochen. Hand aufs Herz, Manuel. Hätten Sie auch gern eine Yacht? Ich muss gestehen, da ich tagtäglich in diesem Geschäft und mit besagten Kunden zu tun habe und auch weiß, was passieren kann, bin ich froh, dass ich keine Yacht besitze. Zu viel Wickel mit den Yachten, glauben Sie? Auch ja. Welche Werte sind Ihnen im Leben wichtig, Manuel? Also mir persönlich sind Familienwerte und alte Werte, wenn man so möchte, sehr wichtig. Das bedeutet wirklich Familie, als auch natürlich die Treue und die Ehrlichkeit in einer Partnerschaft. Es wäre schön, wieder eine gemeinsame Heimat, sprich eine Wohnung oder auch ein Haus bewohnen zu können, zu dürfen, wo ich einfach weiß, dass da jemand ist, der gemeinsam mit mir den Lebensabend verbringen möchte. Gleich den ganzen Lebensabend? Ja, das wäre wünschenswert. Wer weiß, wie lange der dauert, oder? Das ist richtig, aber ich glaube, wenn sich meine Partnerin oder zukünftige Partnerin explizit darauf einlässt, dass das sehr wohl auch machbar ist. Woher kommen diese Werte in Ihrem Leben? Die kommen auf alle Fälle von der Familie, sei es jetzt Eltern, also natürlich die Verwandtschaft, wo dieses Familienkonstrukt sehr erfolgreich und positiv vorgelebt wurde. Ich glaube, dass es wichtig ist, die Leute aus ihrem Schubladendenken herauszulocken, da ich mich selber auch sehr ungern in Schubladen stecken lasse und das auch gar nicht möglich ist, aufgrund meiner weit gefächerten Interessen und meines Facettenreichtums. Was man nicht vermuten möchte, zum Beispiel, der gesamte Oberkörper ist gespickt mit Tätowierungen, unter anderem den Abt, der für alte Werte steht. Das andere Tattoo ist
mein Sternzeichen, der Zwilling, gepaart mit meinem Aszendenten, der Jungfrau. Dann und wann kann es auch mal Liebe sein? Dann und wann kann es auch mal Liebe, kann es auch mal Liebe sein? Also ich hätte gerne eine Partnerin, die bewusst mit mir an einem Strang ziehend durchs gemeinsame Leben gehen möchte und nicht mehr Teil dieser Beziehungswegwerfgesellschaft ist. Was ist diese Beziehungswegwerfgesellschaft für Sie? Die Beziehungswegwerfgesellschaft ist vor allem im Leuten in meinem Alter doch so, sobald die ein oder anderen, sage ich jetzt, Probleme, also Konflikte, die es in einer Beziehung gibt, aufscheinen, man sehr wohl dann plötzlich durch einen neuen Partner einfach eingetauscht wird. Ist Ihnen sowas schon mal passiert? Ja, ich war selber 6 Jahre lang in einer Beziehung, bis ich dann dementsprechend von meiner Ex-Partnerin nicht nur aber betrogen wurde, sondern mir auch mitgeteilt wurde, dass das gemeinsame Leben für sie nicht mehr so stimmig ist und sie sich jetzt jemand anderen gesucht hat. Wie hat sich dieser Betrug für Sie angefühlt? Es war wie ein Stich ins Herz. Und am Anfang habe ich nicht wirklich verstanden, was eigentlich geschehen ist. Und habe auch natürlich am Anfang lange den Fehler bei mir gesucht, warum und weshalb jetzt plötzlich zu diesem doch gravierenden Bruch gekommen ist. Aber nach Verarbeitungsphase und auch langer Überdenkungsphase meinerseits bin ich jetzt auch zum Schluss gekommen, dass es halt jetzt nicht nur an mir gelegen ist, sondern auch sehr wohl an der Partnerin. Welche Fehler haben Sie in dieser Beziehung gemacht, würden Sie sagen? Also auf alle Fälle, dass ich vielleicht zum Schluss hin die Partnerin für zu selbstverständlich genommen habe, nicht mehr so innig war wie damals. Aber das sind alles Punkte, wo ich jetzt persönlich weiß, so möchte ich es nicht mehr machen zukünftig. Ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied, Liebeslied, ein Lied, das ihr liebt, also hört zu. Hast du im Leben nichts in Pedo, ist alles Ghetto. Das heißt Glück Bodo und Frust Netto. Und im Gesicht ein Tränen Tedo. Ey, dann wird Zeit für Musik, weil dann tanzt du und fliegst durch die Plattenboutique. Also meine neue Partnerin sollte lange Haare haben. Das wäre mir wichtig, also umso länger, umso besser. Aber sie darf auch ein bisschen Frau sein. Also es stört mich nicht, wenn ich auch etwas zum Anfassen habe. Was heißt, sie darf ein bisschen Frau sein? Also ein bisschen Frau, und da verstehe ich, dass sie jetzt nicht ultra dünn und durchtrainiert ist, das bin ja ich schon, sondern es darf sehr wohl auch ein bisschen schöne weibliche Kurven sein. Welchen Star finden Sie erotisch? Angelina Jolie ist für mich ein Star, der dieses weibliche Kurven als auch natürlich ein gewisses Auftreten sehr gut widerspiegelt. Ja. Wie alt soll die neue Frau sein? Zwischen 30 und 40, aber natürlich bin ich da jetzt nicht so streng. Wie gesagt, ich bin kein Schubladentyp und deswegen, wenn besagte Dame jünger oder auch etwas älter ist, würde es mich auch nicht stören. Ein Lied, das ihr liebt. You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Marie, ich lebe im Bezirk Mödling und suche auf diesem Weg einen tollen Mann. Marie, in ihrem Wohnzimmer sitzen 2 Turteltäubchen. Würden Sie gern wieder turteln? Na, natürlich. Ich fühle mich noch sehr, sehr spritzig und jung. Darf man eine Dame fragen, wie alt sie ist? Eigentlich nicht. Ich finde, es ist, ja, weil es gibt Damen in meinem Alter, die sind scheintot, und es gibt
Welche wie ich, ja? Ich könnte auch einen 40-Jährigen nehmen. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass ich einen 40-jährigen Partner möchte. Der neue Partner, den ich mir vorstelle, der sollte noch rüstig sein und fit und fröhlich und positive Einstellung und nicht dauernd über Krankheiten sprechen. Weil Bewegung ist für mich Leben. Und ich lebe und ich möchte einen Partner nicht hinten nachziehen, sondern Gleichschritt. Sollen wir ihr wahres Alter verschweigen in der Sendung? Ja, würde ich so schon machen, weil sonst schreckt sich ein jeder ab. Ah, nee, wenn das jetzt ein etwas Ältere ist, ja, die könnte ja krank werden oder Pflegefall oder was. Aber ich kenne nur eher die Männer, dass die früher Pflegefälle sind. Je suis malheureux d'avoir si peu de moi. T'offrir un cadeau, darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout, you are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me, formidable? Wie ist es denn mit der Erotik? Tja, die Spielerei habe ich gern. Sehr schön, ja. Ich bin sehr fantasievoll. Doch, natürlich hat man ein bisschen Erfahrung. Aber wenn man eine schöne Frau ist, und ich war immer eigentlich sehr hübsch und hatte viele Verehrer. Es gibt ja viele Frauen, ja, so wie auch Männer, die dann sagen, ach nee, das kenne ich schon alles, brauche ich nicht, das tue ich mir nicht mehr an und so weiter und so fort. Und will nicht sagen, dass es Schwerstarbeit ist im Alter. Manche Frauen sagen das, was sie meinen, weiß ich nicht, weil ich habe es nicht erlebt, ja. Wie viel Erotik stellen Sie sich mit dem neuen Partner vor? Alles, was dazugehört, was möglich ist. Ist ja unterschiedlich. Manche brauchen Hilfen und manche sind naturell. Ist egal. Was finden Sie so richtig betörend an einem Mann? Seinen Duft. Wenn er an mir vorbeigeht. Wenn er gut riecht, oder? Naja, das setzt man voraus. Was ist, wenn der neue Mann manchmal zu anderen Damen schielt? Dann sage ich, entschuldigen, ich bin zu viel, Wiedersehen. Ja, das gibt's bei mir nicht. Und ich habe es auch noch nicht erlebt, weil ich habe die Männer eigentlich sehr gut unterhalten. Wie würden Sie denn optisch den neuen Traummann beschreiben? Es kommt nicht auf die Schönheit an. Er braucht nur gepflegt sein, hohes Niveau haben, eine Ausstrahlung, das einfach... Ja. Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Ich war insgesamt 12 Jahre verheiratet, aber es hat dann nicht geklappt. Denn mein Mann war immer nur auf seine Karriere aus. Und ich bin 14 Mal umgezogen in der Ehe. 14 Mal Wohnung suchen, 14 Mal einrichten, 14 Mal Schule suchen für die Kinder und mir einen Job suchen. Also irgendwann habe ich gesagt, das kann so nicht sein. Da habe ich gesagt, so und jetzt denke ich an mich. Auf Wiedersehen. Und dann habe ich einfach eine Annonce geschalten und meinen zweiten Mann kennengelernt. War das eine Annonce in einer Zeitung? Ja, in einer Seniorenzeitung. Und wer war dann dieser Mann? Ja, das war ein Baron, aber ich wusste das nicht. Ja. Er hat sich ja nur beim ersten Date als Michael vorgestellt. Alles andere kann ich dir später sagen. Ne? Aber es hat irgendwie gefunkt von beiden Seiten. Ja, und dann bin ich bei ihm geblieben. Und ja, und wir haben dann geheiratet, ganz kurz drauf. Wie verdutzt waren Sie dann, wie Sie herausgefunden haben, dass es ein Baron ist? Da habe ich mir gedacht, na gut, auch nicht schlecht. Adel hatte ich noch nicht. Also schauen wir mal, ob Sie wirklich so zurückgezogen leben oder so ausschweifend oder wie.
Was haben Sie da lernen müssen, um sich in den aristokratischen Kreisen richtig zu bewegen? Weniger sprechen. Ui. Das war schwer, ja. Gewählte Worte aussuchen. Und wir waren sehr glücklich. Leider nur 8 Jahre. Und dann ist er leider gestorben, 2018. Weil er so für mich da war und wir haben viel unternommen, haben wir gedacht, nein, also ich möchte das wieder haben. Ich möchte einen Partner haben. Und ich hätte auch keine Angst. Ich weiß genau, dass ich den richtigen Mann kennenlernen werde. Warum wissen Sie das? Vom Gefühl her. Weil das in meinem Leben immer so war. Wenn ich wo Ja gesagt habe, war es auch Ja. How can I love you? Ja, grüß euch, ich bin der Hannes, wohne in Wien und suche eine ganz herzlich liebe Frau. Also die ersten 47 Jahre von meinem Leben habe ich im Salzburger Flachgau verbracht. Und jetzt bin ich 17 Jahre in Wien. Also die ganz Schlauen haben sich jetzt schon ausgerechnet, wie alt das ich bin. Also ich bin 64. Bis zum Jahr 2001 bin ich noch mit dem Auto gefahren und da habe ich mir aber schon gedacht, irgendwie stimmt was nicht. Ich glaube, ich sehe ein bisschen zu wenig. Bin dann in Salzburg in die Augenklinik gegangen und der Arzt untersucht mich. Dann fragt er, ja, hat in der Familie auch schon mal wer was gehabt mit den Augen? Sag ich, ja, meine Großmutter ist blind geworden. Na, sagt er, siehst du, da haben wir es eh schon. Das ist eine Erbkrankheit und du wirst auch blind. Hat mir die Unterlagen vom Blindenverband in die Hand gedrückt und hat mich heimgeschickt. Und da war es eigentlich, wie wenn sie mir einen Boden unter die Füße weggezogen hätten. Da bin ich richtig in ein Loch reingefallen. Also da habe ich schwerste Depressionen gehabt. Bin ich eine Zeit lang überhaupt nicht mehr rausgekommen. Wie viele Jahre haben Sie gebraucht, um sich wieder zu darrappeln? Ja, das waren schon mehrere Jahre. Also so 2-3 Jahre. Hat sich eben so entwickelt, dass ich zurzeit einen Sehrest von 5% habe. Also in der Straßenbahn hat mich einmal eine Dame gefragt, wo man denn den Orden da kriegt. Habe ich gesagt, ja, den Orden den kriegt man, wenn man nicht so gut sieht wie die anderen. Ich trage meine Plaketten auch in der Wohnung, weil draußen brauche ich es ja, damit die anderen sehen, dass ich sehbehindert bin. Und wenn ich es herinnen nicht trage, dann vergieße ich es garantiert beim Aussehen. Was ist Ihr Hobby, Hannes? Na, wir haben da eine Singgruppe, und zwar sind da Sehende, Sehbehinderte und blinde Menschen dabei. Und ja, da singen wir halt so. Das ist wunderbar, also da sind wir eine richtige kleine Familie. Dirndl, ich hab dich gern. Mir los, Karo, mein Lieb bist nur du. Mir los, Karo, mein Lieb bist nur du. Nach meiner letzten Trennung, die ist jetzt ungefähr 4 Jahre aus, habe ich mir eigentlich gedacht, jetzt pfeife ich drauf, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt bleibe ich allein. Und dann ist wieder mal eine Zeit vergangen und dann habe ich mich wieder gefangen. Und dann habe ich mir gedacht, nein, allein bleiben mag ich nicht. Jetzt suche ich mir noch einmal einen Spatzl. Und dann habe ich mir gedacht, so, wie stößt das jetzt an? Na, bewirbst du halt einmal. Und dann habe ich mich beworben und jetzt sitze ich da. Wir freuen uns drüber. Ja. Wieso wissen Sie schon, dass Ihre neue Frau Spatzl heißen wird? Ich finde das irrsinnig lieb. Und wenn ich sage, mein Spatzl, da liegt die ganze Liebe drinnen.
Und wenn sie anders heißen mag, dann soll es an dem auch nicht scheitern. Das Wichtigste ist, dass herzlich lieb ist und dass meine Liebe annehmen und auch erwidern kann. So natürlich wie möglich. Das schließt einmal schon aus, Silikonbusen oder aufgespritzte Lippen, also mit denen kann ich nichts anfangen. Und rauchen soll es auch nicht, weil ein Nichtraucherbusser schmeckt einfach besser. Also, wenn mein Spatzl ganz nah bei mir ist, dann sehe ich es natürlich, wie es ausschaut. Und da spürt man es dann auch schon, ob da was rumkommt. Wunderbares Mädchen, Kätchen oder Gretchen, oder wie du sonst wohl heißt. Wunderbares Fräulein, kann ich nicht dabei sein, wenn ins große Glück du reist. Wie würden Sie Ihren Alltag beschreiben? Teilweise ist es natürlich schon mühsam durch die Sehbeeinträchtigung. Also beim Fernsehen ist es halt so, wenn ich was genau sehen will, dann muss ich halt ganz nah hingehen. Ja, und was meine Kochkünste betrifft, also ein belegtes Brot kann man herrichten, aber recht viel mehr ist nicht drin. Also wenn mein Spatzl gut kochen kann, das war natürlich schon sensationell. Was würden Sie sich denn da kulinarisch wünschen, Hannes? Na ja, so ein guter Schweinsbraten mit Kraut und Knödeln oder Käsnocken mit einem deftigen Käse. Oder die Vorarlberger Käsknöpfli. Wunderbares Mädchen, alles sagt im Städtchen, die sind ganz bestimmt ein Paar. Wunderbares Fräulein, kann's nicht für uns zwei sein, wie es für so viele war. Wie es für so viele, wie es für so viele, viele, viele war. Ja, mein Einrichtungsstil, den hab ich mir ein kleines bisschen von Marcel Bravi angeschaut. Wenn ich auch noch nicht so berühmt bin wie er, aber das mit den Plastiksackeln, das habe ich auch schon im Griff. Ja, ich bin eh zufrieden mit mir und der Welt. Das Einzige, was noch fehlt, ist eine liebe Frau, die bereit ist, dass sie mir ein Stückchen von meinem Lebensweg begleitet. Darf es auch ein langes Stückchen sein? Ja, ja. Man gibt ja so den Spruch, bis der Tod uns scheidet, und mit steigendem Alter wird die Wahrscheinlichkeit eh größer. Ne? Frei sein für den Ehestand. Liebesgeschichten sind meistens nicht wahr. Doch wenn sie wahr sind, sind sie wunderbar. Dann mischt das Schicksal selber die Karten, und fiebernd muss man auf die Fortsetzung warten. Kriegt er sie oder kriegt er sie nicht? Geht es gut aus oder müssen die zwei verzichten? Liebesgeschichten berauschen wie Wein, die schreibt das Leben allein.